So, gehen wir erstmal auf den Friedhof. Auf dem Friedhof. Das war knapp. Ja, wollen wir in den Brunnen rein? Was meint dann? Also der Jens meinte, im Brunnen gibt es auf jeden Fall noch ordentlich was zu holen. Deswegen ist doch keine schlechte Idee, oder? Wenn wir da im Brunnen nochmal ein bisschen was machen. So. Ab in den Brunnen. Ey, rein da. Okay. Im Brunnen hattest du das Auge der Wahrheit noch nicht und da gibt es noch eine Skulltula, die richtig du versteckt ist. Na geil. Also mal wieder eine... Ah, ich habe auch einen Schlüssel. Was zur Hölle? Ja gut. Das wird ja lustig. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht alles cool dies. Und hier gibt es auch noch eine Truhe. Guckt mal. Vielleicht ist da ja auch ein Herzteil drin, ne? Heilige Scheiße. Okay, gucken wir mal. Oh, mein Schild. Your Schild is gone. Wo ist es hin? Gone. So, man liebt's doch, oder? So, jetzt stelle ich mir vor, ne, wir spielen Zelda VR und wir sind in so einem Raubschleim drinne. Geil. Lecker. Okay. Die paar Tochter, wo die Löcher dort sind, die, da musst du aufpassen. Okay. Das wäre gruselig. Ja, ich spiele erstmal kurz ohne Schild, würde ich sagen. Hallo. Es gibt da was auf YouTube bei Streamer Lauri. Ah, cool. Lauri hat das gemacht, sehr schön. Hirnsauger in VR ist auch gruselig, das stimmt wohl. Geh weg hier. Mann, die halten so viel aus, ne? Das ist unglaublich. Du musst da lang gehen, wo du gerade... Da gibt's sowas... Was? Da gibt's sowas? Da war nichts. Gutula. Was? VR? Ja. Gibt da irgendwie die Möglichkeit, VR zu spielen. Ganz merkwürdigerweise. So, hier waren überall diese Gitter. Frage. Wo... Guck mal, da sind zwei Räume auf der Karte, da war ich noch nicht drinne. VR ist mit Brille, genau. Virtual Reality. Und da ist quasi eine Etage weiter unten eine Schatzkiste. Das sieht mir für mich aber so aus wie diese Schatzkiste, wo man sich durch ein Loch fallen lässt. Ich lasse mich jetzt einfach mal hier runterfallen. Da war ein Stein. Vielleicht da oben, oder? Weil jetzt bin ich ganz unten. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich hier irgendwo runterfallen lässt. Hm. Okay, wir gehen nochmal zurück. Hä, was ist mit dir? Nee. Nicht von der Leiter runter, ja? Das fände ich gemein. Weißt du noch den Raum, wo du die Gitter da waren? Doch Löcher drinne. Ich habe die Mumie immer gehasst, ja. Die sind auch mega nervig. Eigentlich muss die nur einfrieren, ne? Dann ist das eigentlich kein Problem für die. Lauri zeigt auch alle 40 Herzteile. Da müssen wir mal beim Lauri vorbeischauen, würde ich sagen. Das ist nice. So, warte mal.
Der Raum war, glaube ich, hier hinten, ne? Den du meinst, Jens. Oh Gott, geh weg. Nein. Ey, die sind doch irgendwie gebufft, ganz ehrlich. Die wurden irgendwie gebufft, die Viecher. Früher haben die nicht so oft geschrien hintereinander. Also so Dauer-Scream irgendwie. Was? Das meine ich, wäre doch lustig, neben der Baustelle halt so eine Schatzkiste zu finden. Das wäre auch geil. Genau, hier meint ihr, ne? Hallo Juri, was geht? Oh Gott. Komm mal. Hm? Hey Juri, Mitglied seit 2 Monaten. Perfekt. Guter Mann. So. Ich höre eine. Wunderbar. Ich glaube, die hatten wir beim letzten Mal schon. Da hatte ich gesagt, ah, da war eine und die ist irgendwie saumäßig schwer zu holen. Die Frage ist nur, wo ist denn die genau? Ah, perfekt. Diesmal nicht den Stream mit 360p gucken, lol. Hast du das letzte Mal gemacht, oder wie? Okay, haben wir alle? Nein, haben wir nicht. Wäre auch schön gewesen. Okay. Eine hätten wir schon mal. Ist ja schon mal ein Anfang. Aber wir sehen ja auch auf der Karte, wir haben da 2 Räume, da waren wir noch gar nicht drin. Und wir haben eine Schatzkiste. Die Schatzkiste sieht für mich halt so aus, wirklich, als ob ich mich irgendwo von oben runter droppen lassen müsste. Ja, als ich noch kein Internet hatte. Ah, okay. Deswegen versuchen wir es gleich nochmal. Die Frage ist, wo muss ich mich droppen lassen? That is the question. Aber es könnte halt ein Herzteil drin sein, ne? Wir sind immer noch auf der Jagd. Nach dem letzten. Die Skullies sind schon eklig. Und der? Wie findest du den? Den überdimensionalen Pullermann? Wie findest du den? Also, da finde ich den irgendwie ekliger. Lieber so eine große Spinne als so ein großer Pullermann, der auf dich zukommt. Bin ich ehrlich. Oh, guck mal. Da ist die Schatzkiste. Noch ein Schlüssel. Hey, cool. Naja. Die lebende Vorhaut. Naja, aber ehrlich mal, oder? Irgendeiner bei Nintendo hat irgendwas vor. Ich sag's dir. Ich glaube auch. Ja, hier, guck mal, hier sind 2 Schlüsseltüren, wo wir nicht drin waren. Aber, warte mal, wie kam ich denn hier rein? Hier gab's irgendwo einen Schalter. Geh mal weg. Aber am schlimmsten finde ich den Hirnsauger. Ah, okay. Ja gut, der ist auch ekelhaft. So, warte mal. Irgendwo gab's doch... Irgendwo gab's so einen Eingang. Irgendwo, warte, warte. Meine Güte, ey. Diese Zombies, was ist denn mit euch? Jetzt sind die Gitter. Ja, das. Toll. Naja, egal. Nein, 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 nein. Oh Gott. Tschüss. Ab wie vielen Jahren war das Spiel nochmal? Der schreit mich da unten an. Als Kind hat er mich echt traumatisiert. Ja. Was soll ich sagen? Aber ich find's, ehrlich gesagt, finde ich's gut, weil heutzutage haben sie mit den USK-Einstufungen echt voll einen an der Macke. Heute sind sie ja irgendwie alle verweichlicht, keine Ahnung. Also,
Ich bin schon der Meinung, für manche Sachen sollten Leute, ja, ne? Da sollten manche Leute das noch nicht sehen, manche Kinder, manche Jugendliche. Aber bei manchen Sachen übertreiben sie mittlerweile echt, das ist halt so. Juri, vielen Dank, hey, nice. Eine Kanami-Teacher verschenkt. Dankeschön, vielen lieben Dank. So, jetzt müssen wir hier irgendwo durchs Gitter. Und lass mich mal wieder schön von den Zombies anschreien. Hier. Schön, sind wir durch. So, da ist auch ein Loch. Aber wir, ist ja uns egal, wir gehen jetzt erstmal durch die Schlüsseltüren. So, in der Hoffnung, dass wir hier noch ein paar Skullies finden. Ich höre direkt eine. Sag mal. Bei der Axt wo? So, da haben wir eine Skulltee und da sind ganz viele unsichtbare Sachen. Wirst du das neue Zelda LPen, wenn es rauskommt? Ah, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es gleich LPen werde, wenn es rauskommt. Weil es werden halt alle spielen. Ich denke mal, es werden alle spielen. Es werden alle selber spielen. Es werden Leute bei anderen Leuten gucken. Weiß nicht. Ich werde mal eine Umfrage machen, ob ihr das unbedingt sehen wollt. Dann, ja, gerne. Klar. Wenn nicht, würde ich es mir halt kaufen und nur für mich spielen. Einfach so zur Seite geschubst. Vielleicht haben die alle im Brunnen zu viel Lack getrunken. Ja, das kann natürlich auch sein. So. Eine weitere Skulltee. 190, Leute. Das ist doch schön, oder? Fehlen nur noch 10 Stück. Ich bin so froh. Okay. Hier drüben haben wir jetzt auch noch eine Schlüsseltür. Ich werde es wahrscheinlich nicht... Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Okay, warte mal, die müssen wir erst irgendwie... Deko-Nüsse? 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 Ich glaube, Deko-Nüsse ist hier die richtige Variante. Wir haben nämlich 50. Hallo? Okay, und... Jetzt geh weg hier, komm! Ich darf übrigens nicht anvisieren, ne? Deswegen ist der Kampfstil gerade ein bisschen merkwürdig. So, ich werde es wahrscheinlich nicht selber spielen. Ich bin nicht so ein Fan von dem Gameplay mit Zelda. Ich war begeistert. Was? Ich war begeistert. Aber dann habe ich die Echo-Mechanik gesehen und das ist nicht wirklich für mich. Ich fand es auch am Anfang cooler. Cool. Aber, ja. Ich kann es verstehen, wenn es halt einige nicht anspricht. Aber vielleicht wird es ja ganz cool und man denkt jetzt nur, es wird scheiße. Man weiß es ja nicht. Vielleicht wird es ja doch ganz cool. Ist wie bei Luigi's Mansion 2, dass ihr sofort jeder Let's Play. Ich war dabei, Mitgliedschaft zu kaufen. Alter Mann war wieder zu langsam. Danke, Juri. Anschauen werde ich es nur hier. Andere Zelda-Spiele schaue ich nur die Tears of Kingdom Randomizer. Ah ja. Perfekt. Ja, gut. Es gibt doch keine Strafe, denke ich. Es gibt doch... Was? Es gibt doch keine Strafe, denke ich? Hey Leute, ich mache jetzt einmal 15 Minuten länger. Ich weiß, ich habe schon dreimal die Strafe gebrochen heute. Ich mache schon 15 Minuten länger. Ja, es ist halt... Die Zeichnung mag ich nicht, ja. Also, es ist hier zwiespaltet, ne? Einer mag das Gameplay an sich nicht. Einer möchte es selber spielen. Einige sagen, sie schauen es bei mir. Ich werde mal eine Umfrage machen, vielleicht wollt ihr es ja doch bei mir gucken. Vielleicht auch für die Leute, die es sich nicht selber kaufen wollen. Vielleicht wollen sie es sich ja trotzdem angucken und vielleicht ist es ja trotzdem was für sie im Endeffekt. Vielleicht sagen sie ja, oh, ist ja doch gar nicht so schlecht. Man weiß es ja nicht. Ne? Vielleicht ist es ja doch ganz geil, das Spiel. Man hat ja jetzt, sag ich mal, 2 Minuten gesehen. Fürs Erste bin ich jetzt auch erstmal nicht so begeistert, aber vielleicht entwickelt es sich ja. Ich will jedem Zelda trotzdem eine Chance geben.
Genauso wie ich Breath of the Wild und Tears of the Kingdom eine Chance gegeben habe, aber es sind halt einfach nicht meine Spiele. Obwohl ich beim am Anfang halt auch dachte, oh geil, aber die Spielmechanik ist halt einfach nicht so meins. So dass, also da meine ich jetzt einfach wegen Items und Dungeons und so, gefällt es mir halt einfach nicht so. Ja, die Mischung ist cool, mal sehen, wie Zelda sich schlägt. Denn diesmal muss sie Link retten. Das ist mal was anderes, genau. Zelda wird natürlich gekauft, habe bisher Link's Awakening noch nicht gekauft und die zwei DS-Teile nie gespielt. Welche? Drei DS-Teile gibt es. Also es gibt ja Triforce Heroes, Phantom Hourglass und Spiritrix. Genau, Stil ist gewöhnungsbedürftig, aber das war bei Pokémon Pearl auch so. Der Chibi-Stil ist halt besonders, ja, genau. Achso. Genau, ich will mal kurz auf die Karte gucken, ja. So, wir haben alles. Leute, wir sind hier fertig. Raus aus dem Brunnen, würde ich sagen. Wind Waker hasse ich bis heute. Ja, siehst du, das ist... Oh Gott, warum bin ich jetzt hier rein? Das ist halt auch so. Du magst halt den Stil nicht, ne? Aber für mich, ich mag das Spiel trotzdem. Ich finde es cool. Ich mag es sehr gerne. Wir kommen jetzt näher am dümmsten hier raus, ohne... Natürlich über die Zombies. Aber die greifen mich nicht an, wenn ich an der Leiter hänge. Das ist schon sehr lustig. Dann noch alle drei. Link's Awakening meinte ich für die Switch. Genau. Ja, ich sag mal, das eine für DS. Ich habe das zwar, aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich weiß aber auch nicht, ob... ja, das kann man alleine spielen, dann ist halt sehr schwer. Aber ja, man müsste halt auch mal eine... Wow, nein. Eine Mannschaft zusammentrommeln aus vier Leuten, aus drei Leuten. Plus ich halt. Und dann würde ich da auch gerne mal ein LP zumachen. Auch für das neue, Four Swords. Sag mal, was jetzt auch für die Nintendo-Mitgliedschaft da vorhanden ist. Könnte man mal drüber nachdenken, aber das geht ja nicht so lange, leider. Genau, das mit dem Online-Service über den 3DS geht nicht, aber man könnte es halt auch über Emulator spielen, denke ich. Das müsste funktionieren. Da müsste ich mich aber reinfuchsen und dann müssten halt alle vier sich so weit reinfuchsen und müssten alle einen Computer haben. Muss man halt sehen. Schwierig ein bisschen. Ich sag mal, man kann das ja auch zu zweit spielen oder so. Bin mal auf Kaber, schau weiter. Alles klar, bis später. So, haben wir eigentlich schon alle abgeklappert? Ich will mal kurz fragen hier. Also alle aktuellen. Ne, guck mal den. Nice, wir haben alle Herzteile, Leute. Dann sind es wirklich nur die Skullies, die fehlen. Schön. Ich freue mich. Hä? Warum? Der ist doch jetzt nicht noch länger. Ich hab doch schon den Ultrashot. Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Aber hä? Ich hab den doch schon. Verstehe ich nicht. Ist das vielleicht, falls du den einen nicht findest, damit, dann kommst du hier? Damit du nicht falls du nicht weiterkommst? Viermal länger steht da. Ja, aber der... Hieß doch vorher auch schon Ultrashot. Ich bin verwirrt. Okay. Vielleicht war der nur dreimal länger. Ja, das ist halt die Frage. Müsste man mal gucken, was da stand, als ich den das letzte Mal bekommen habe. Den haben wir ja beim letzten Mal im, ne, ist das vierte Upgrade sogar schon. Also wir haben den normalen. Dann haben wir den Longshot, den Ultrashot und jetzt haben wir nochmal einen Ultrashot bekommen. Der war schon viermal länger, denke ich, sodass der Longshot... Stimmt. Stimmt, ich hatte den Longshot nicht gefunden. Ah. Nee, verstehe ich nicht. Keine Ahnung.
I'm not sure. Was machst denn du hier? So ganz einsam. Okay. Aber dann haben wir ja zweimal einen Ultraschott. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Ja, ich will mich nicht beklagen. War halt jetzt eher ein sinnloses Item, sag ich mal. Der wurde ausgetauscht. Ja, aber da haben wir zweimal Ultraschott bekommen, oder wie? War vorher auch viermal länger, ja. Haben wir zweimal dasselbe bekommen jetzt. Naja, aber den hatten wir ja vorher schon, diesen Longshot. Hat sich ja nichts geändert. Merkwürdig. Okay, wir gucken uns hier nochmal als Kind um, weil es fehlen halt immer noch Skulltees. Da haben wir noch ein Loch. Da könnte was drin sein. Als Erwachsener war ich jetzt hier schon überall. Friedhof ist halt auch mit inbegriffen. Da oben, guck mal. Da ist das Skulltee. Als Erwachsener war die nicht da.